Miriam Holstein begrüße ich jetzt in Berlin von der Funke Mediengruppe. Einen schönen guten Tag dorthin. Einen schönen guten Tag, Herr Saar. Frau Holstein, der Linkparteitag, wir übertragen morgen live ab 10.45 Uhr ihn. Wie könnte der aussehen, wie könnte der ausgehen? Naja, formal geht es ja ums Wahlprogramm und da werden wir sicherlich einige Dauerbrenner-Diskussionen erleben, zum Beispiel über die Frage, ob man sich generell gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr aussprechen sollte oder ob man es eben auf die sogenannten Kampfeinsätze beschränken sollte, was dann Einsätze unter UN-Friedensmissionsmandat eben genehmigen würde. Aber es geht im Kern, es klang ja im Beitrag gerade an, um eine viel existenziellere Frage, nämlich ob die Linke bei der nächsten Wahl vielleicht aus dem Bundestag herausfällt. Und das hat mit einem grundsätzlichen Dilemma der Linken zu tun. Sie hat ja im Westen nie so richtig Fuß fassen können, ist in vielen Parlamenten dort nicht drin. Ihre Basis war immer der Osten und diese Basis, das haben wir jetzt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gesehen, die beginnt eben auch zu bröckeln. Und damit stellt sich für die Linke die Existenzfrage, zumal sie in aktuellen Koalitionsüberlegungen für die Zeit nach der Bundestagswahl auch gerade überhaupt keine Rolle zu spielen scheint. Woran liegt denn diese Art Kernschmelze, insbesondere im Osten? Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass die Wähler der Linken immer älter werden und Jüngere weniger nachkommen als früher. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass inzwischen die anderen Parteien im Osten eigene Politiker haben, die sehr glaubwürdig für die ostdeutsche Mentalität und für die ostdeutschen Interessen stehen. Also zum Beispiel Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern oder Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt. Und die Linke hat da lange Zeit immer so eine Art Alleinvertretungsanspruch für sich reklamiert. Und den hat sie jetzt einfach nicht mehr. Sprechen wir über diese Köpfe, die fehlen. Ja, es gibt ja eigentlich in der Linken zwei Köpfe. Es gibt Sarah Wagenknecht und etwas im Hintergrund Oskar Lafontaine. Ja, beide sind sehr prominent, verstehen es auch durch sehr viel Charisma oder verstanden es im Fall von Oskar Lafontaine, der sich aus dem operativen Geschäft schon länger zurückgezogen hat, eigentlich verstanden es da auch immer wieder, Wähler in ihren Bann zu ziehen. Sie sind also sehr wichtige Persönlichkeiten für die Linke, aber sie spielen momentan eben eine sehr problematische Rolle. Oskar Lafontaine führt im Saarland so eine Art eigene Fehde gegen den dortigen Landesverband. Das ist auch irgendwie alles ganz kompliziert, wer da was wann gesagt hat. Aber Fakt ist einfach, dass er dabei in Kauf nimmt, dass er bundespolitischen Kollateralschaden anrichtet, indem er zum Beispiel dazu aufruft, die Linke im Saarland bei der Bundestagswahl nicht zu wählen. Und das schadet der Partei natürlich. Genauso wie Diskussionen, ob man Sarah Wagenknecht, weil man mit vielen Positionen nicht einverstanden ist, in einigen Flügeln aus der Partei vielleicht ausschließen sollte. Also da brechen auch ganz viel Flügelkämpfe wieder auf, die doch eine Zeit lang eingedämmt zu sein schienen. Jetzt sprachen wir über die Linke, sprechen wir über die Rechte. Die Union will, glaube ich, am Sonntagabend ihr Wahlprogramm verabschieden für die Wahl im September. Werden die denn dann auch gemeinsam an einem Strang ziehen oder sind das wieder zwei Stränge, ich sag mal der Söder-Strang und der Laschet-Strang? Naja, da sind wir mal gespannt. Also das Wahlprogramm, was Sonntagabend oder Sonntagnacht beschlossen werden soll, das gemeinsame Wahlprogramm. Es wird ja dann von beiden Parteichefs am Montag vorgestellt. Es wird der erste gemeinsame öffentliche Auftritt nach diesem erbitterten Kampf um die K-Frage sein. Auf der einen Seite muss man sagen, ist der CSU, glaube ich, klar, dass in der K-Frage jetzt der Drops spätestens mit dem Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die ja auch Laschet gestärkt hat, gelutscht ist. Auf der anderen Seite ist da natürlich noch viel Groll vorhanden. Man glaubt nach wie vor, dass Söder der bessere Kandidat gewesen wäre. Einerseits müssen sie ein Interesse daran haben, gemeinsam zu kämpfen, weil es letztendlich auch um ihre Bundestagsmandate geht, also auch in Bayern sind bei einigen Direktkandidaten der CSU inzwischen die grünen Herausforderer sehr nah herangerückt. Auf der anderen Seite ist für Markus Söder natürlich auch klar, dass wenn Armin Laschet Bundeskanzler wird, er auf absehbare Zeit oder eigentlich gar keine Chance mehr hat, dann irgendwann selbst noch mal Bundeskanzler
zu werden. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld wird sich der Wahlkampf bewegen. Die CSU will ja auch nochmal ein eigenes kleines Wahlprogramm oder Ergänzungsprogramm vorstellen. Insofern werden wir wahrscheinlich immer so ein bisschen ein Schwanken zwischen den Polen, einerseits Unterstützung, aber dann doch wieder auch eigene Akzente sehr deutlich machen, sehen in diesem Wahlkampf. Miriam Holstein, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung aus dem politischen Berlin. Ihnen einen schönen Tag dorthin. Danke. Danke Ihnen auch.